apropos Zellulite. Jetzt kommen wir heute Abend zu meiner absoluten Lieblingsstelle. Ich weiß, wahrscheinlich mögen es die Männer gar nicht. Aber es tut mir leid, es ist trotzdem meine Lieblingsstelle. Liebe Damen und liebe Herren, wer von uns Menschen bekommt die Kinder? Wer von uns Menschen braucht dazu eine Haut, die sich 9 Monate lang dehnt und dann wieder zusammenzieht? Exakt, das sind wir Frauen. Was ist die Konsequenz von einer Haut, die sich 9 Monate lang dehnen kann und wieder zusammenziehen kann? Sie hat Zellulite. Und nicht, weil die Frauen zu wenig Sport machen, zu viel rauchen, zu wenig trinken oder zu viel essen. Nein, Frauenhaut hat per se Zellulite. Was wird denn uns Frauen jetzt aber rundherum eingeredet? Zellulite ist hässlich. Und was machen wir Frauen? Wir nehmen das zu Herzen. Wir gehen jeden Tag joggen, wir trinken jeden Tag 5 Liter Mineralwasser, wir kaufen uns Rubbelcreme in der Hoffnung, dass das weggeht. Wir lassen uns wrappen, in Folie wickeln und manchmal sogar Blutegel anlegen. Stimmt's? Lassen wir es jetzt mal unbeantwortet. Viele von uns machen es. Jetzt kommt die Zellulite-Lanze. Ich stelle mir vor, dass über Nacht ein Wunder passiert. Und in allen Medien und TV-Stationen und Radio und überhaupt ist am nächsten Tag zu sehen, hören, lesen: Achtung Männer, 2 Hodensäcke sind hässlich. Einer muss weg. So, meine lieben Damen, was glaubt ihr, was die Männer jetzt machen? Glaubt ihr, dass die jetzt jeden Tag joggen gehen in der Hoffnung, dass einer abfällt? Oder dass sie 5 Liter Mineralwasser trinken in der Hoffnung, dass es einen wegschwemmt? Oder dass sie sich Rubbelcreme besorgen? Vielleicht für was anderes? Oder dass sie sich einen davon in Folie wickeln lassen, wrappen? Oder dass man vielleicht ein paar Blutegel anlegt. Wisst ihr, was ich für eine Fantasie habe? Ich habe die Fantasie, dass die Männer das sehen, lesen, hören, sich totlachen und ein Bier saufen gehen. Wer dieselbe Fantasie hat, zu mir jetzt. Ja. Meine lieben Damen, könnten wir uns bitte die Männer wie hier als Vorbild nehmen? Nämlich sämtlichen Quatsch über Zellulite lesen, sehen, hören, darüber lachen und dann ein Bier oder ein Prosecco trinken gehen.